Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr dabei gekriegt. Mhm. Und ich kriege hier langsam nichts mehr gebacken. Ja, gehen Sie raus, dann gehe ich da rein. Dann brauchst du nicht hier so ein Stück Wand hier. Ja, ja. Mach dir erst die Wand fertig. Ja, ich roll's weg. Echt, ey. Was? Die ist total disorientiert. Die ist dehydriert. Die was? Was machen Sie da? Wieso dehydriert? Was? Hier, nehmen Sie doch aus dem Gestell hier. Die, das ist doch nicht wahr. Das lässt halt noch nicht mal runter. Also, was ist denn mit der Frau los? Ich glaube, die ist ein bisschen durcheinander wegen der Perle da hinten. Ich glaube, ich werd der Frau mal sagen, die soll mal vom Flugplatz runtergehen. Was? Geht doch hier nicht. Was soll denn das denn? Ja, ich werde der Dame mal sagen, die soll vom Flugplatz... Lassen Sie die Dame in Ruhe, Sie kennen die doch gar nicht. Ja, eben drum, aber die macht sich durcheinander und sie können nicht richtig arbeiten. Kann sie auch. Das mache ich nicht mit. Sowas. Schluss jetzt. Ja, nee, ich gehe zu der hin. Ich gehe mal zu der hin, ne? Nein! Die steht ja hier vorne. Mach mal. Hallo? Hallo? Hallo Sie. Mit dem Kapuzen-Shirt hier. Hören Sie mal zu. Erstmal machen Sie mal den Reißverschluss hoch. Mich können Sie damit nicht reizen, ne? Und Sie machen unsere Chefin nervös. Also, würde ich mal vorschlagen, Sie verlassen mal das Grundstück hier. Weil wir arbeiten hier, verstehen Sie? Und Sie warten doch nur auf die... Ja. Weiß der Herr Ochs, dass das die geht, Tochter von dem Besitzer? Das geht so nicht, also mach es gut. Ich glaube nicht, ne? Was hast du gesagt? Ich bin ein Arschloch? Perle, ich klatsche dir ein paar. Was ist denn hier los? Vinci! Ja? Jetzt zu mir gesagt, ich bin ein Arschloch. Oh, was fällt dir ein? Gewerkschaft. Blöde Kuh. Also das finde ich eine Frechheit, ne? Zu wenig Respekt. Ja, das ist eine Menge Respektlosigkeit, muss ich sagen. Und was haben Sie da gerade genuschelt? Irgendwie Chef von irgend von dem Besitzer von dem Bums hier. Hä? Wie interessiert mich das denn? Da kommt ja nicht auf uns zurück, kommt ja auf die Chefin zurück. Die Tochter, hallo? Was habe ich damit zu tun? Können Sie euch hier verbieten, hier zu sein? Ich kann alles. Ob sie es macht, ist natürlich eine andere Geschichte, aber sagen kann ich es. Das wird jetzt die Terrasse? Hatte ich das nicht schon vor 5 Minuten gesagt? Ich weiß es nicht. Besucherterrasse. Können Sie sehen, wie die alle da abschmieren? Ja. Boah, dieser Vogel, ne? Ignorieren Sie den doch einfach. Ich muss hier raus. Also. Ja, kommen Sie, ich mach. Ich hätte mir jetzt auch angeboten. Kommen Sie, ich mach. Herz hätte sich angeboten, er will sich prostituieren, Herr Hoxen. Wo rennen Sie eigentlich hin jetzt? Was? Ja, renn mal hinterher. Was denn? Meinst du, wo die hin will? Weißt du, von der Arbeit drücken und dann darüber gehen. Ja, ja, genau. Boah, ich kann nicht mehr. Und dann geht sie hin, weißt du, und schlabbert ihr am Ohr rum. Und erzählt ihr großartig, wie schwer doch ihre Arbeit ist. Und ich werde das mal beaufsichtigen hier. Ich weiß ganz genau, wo sie hinrennen wollten. Ja, ja. Hat man direkt gesehen. Ja, nichts Typ. So was. Schlimm, wenn man so untervögelt ist. So. Ups. Was war das denn jetzt? Was ist hier für Geräusche? Chefin? Ja, 74%. Ja, danke. Das hätten meine Worte sein können. So, Moment. Ich muss mal eben kurz wieder gucken, in welche Richtung. In die Richtung. So, passen Sie mal auf jetzt. Jetzt wird sie eingeschwenkt. Eingeschwängert. Vergessen so die Betonbauteile. Ja, die liegen hier vorne noch. Nee, die liegen hinten an der Hand. Nee, die liegen hier vorne. Oder da. Ist mir auch scheißegal, wo die liegen. Ach, muss ich das machen? Jetzt ja, der Herr Finch macht das auch. Der hat sich ja gerade prostituiert. Nee, hat er nicht.
Er hat sich angeboten. Ja. Ist doch dasselbe. Ja, sie, aber sie prostituieren sich, wenn sie da ewig hinrennen. Ich renne da ja gar nicht ewig hin, aber sie haben die Dame gerade beleidigt. Ich hab die nicht beleidigt. Oh, was? Die hat zu mir gesagt, Arschloch. Was bildet die sie ein, die Tussi? Robert Hack? Echt jetzt? Glaubt ihr nicht, wer die ist? Nur weil sie bis zum Papierflieger fliegen kann, oder was? Vorsichtig, ey. Klappe da. Ey, Chefin! Ja, was denn? Hier hin, sofort. Und dann, wo die glatt ist, können sie rennen. Was meinst du? Was meinst du, wenn ich die mit der Zwille runterhole da? Guck, was sie dann sagt. Ja, die rennt da immer hin und die guckt ja ewig im... Die will ja gar nicht mit ihr reden, die will nur im Ausschnitt gucken. Was soll denn das jetzt? Hören Sie doch mal auf. Oder so, so ein bisschen vorgestellt, so tun, als ob du da was auf die Schulter. Hallo? Ja, genau. Ja. Genau, das is it. Genau, sind Sie jetzt mal fertig? Richtig erkannt. Also wirklich, hören Sie auf. Kann doch nicht wahr sein. Frechheit. Wenn ich sehe sie. Ach ja. Ja. Die will da nur hinrennen, ne? Ja. Kann doch nicht wahr sein. Also ehrlich, Chefin, da habe ich nicht von Ihnen erwartet. Hinter dem Absperrzaun sehe ich sie. Dass die sich einbildet, ne? Genji, pack mal aus, da, die Scheiße. Nein, ich mach's schon. Ja, genau, machen Sie mal, dann tun Sie wenigstens Arbeit. Jo. Wolltest du machen, Finchi? Ja. Dann los, Junge. Mach mal auf die Chefin auf. Mal ehrlich, das ist mir doch scheißegal, wo die hinrennen. Lass sie doch abhauen. Geht zu uns wenigstens nicht auf den Sack. Dann können wir wenigstens hier in Ruhe arbeiten, weißt du? Ich muss mal einen Gesamtblick hier von dem Gebäude haben. Ja, natürlich. Gesamtblick. Ein Gesamtblick. Den sehen sie von da hinten am besten, ne? Kommen sie mal wieder zurück. Kommen sie zurück. Das sieht schon sehr futuristisch aus. Sie haben da hinten nicht hinzulaufen. Ich sehe die Perle. Ich sehe die von hier. Ja, halt sie auf. Da hinten steht sie, da. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Wie kann man denn also das verstehen? Ach, Finchi, was haben wir uns da eingebrockt, ey? Ich weiß auch nicht. Boah, dieser Vogel, ey. Sind sie denn so aggressiv? Sind sie früh aufgestanden heute oder was? Ich kann sie sehen, dass sie hinterm LKW rennen. Ja. Ich kann das sehen. Finchi, siehst du auch die Palette hier? Ja. Ja, hab ich mir gedacht. Ja, wahrscheinlich wird die gleich weg sein. Geh ich dann raus. Ja, nur die macht mir Schwierigkeiten beim Einsetzen der Treppen. Echt? Ja. Schmeiß einfach ab, den Rotz. Also ich wollte mal sagen, was der Kollege da gerade gesagt hat, das ist absoluter Unsinn. Ja. Er ist so ein bisschen überfordert in seiner Familie. Ich hab dann gewusst, dass sie sofort dahin rennen. Ja, also... Mach dir keine Sorgen. Alter, der Sabber kommt bis hier hin. Da müsste man eigentlich nur eine Talsperre bauen, ey. Ich hole da nur den Kipper hier. Ja, klar. Was der Kollege gesagt hat, ne? Oh, BG? Ja. Da brauchen sie den gar nicht hinstellen, eigentlich. Musst du da mal was klarstellen? Ich hab das gehört. Die haben mich was? Eine Scheiße gerissen. Haben sie nicht. Das ist eine Menge Respektlosigkeit, muss ich sagen. Das ist nicht lustig. Fräulein. Ja. Zwei Stück noch.
76%, meine Damen und Herren. Aber so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch vom Gießen die Schnauze voll eigentlich. Ich will das zwar nicht sagen, aber es ist einfach so, ich habe so die Faxen dicke, ne? Ich glaube, wenn ich im Realleben irgendwo einer sehe mit Betonmischer, den hau ich um. Vor allem, wenn er sagt, hey Kumpel, kannst du mir mal helfen? Lass das Gießen sein. Wenn er so einen bietenden Blick drauf hat. Jawohl, einmal ja, Gießen. Ja, Leute, war das ein Scherz, ne? Ganz klar. War natürlich ein Scherz, aber gib mir aus dem Weg! Hier sind wir eben vor den Tür Schlange. So, ich komm mal rüber ran, Viti. Ja. Mach mal dein Loch offen. Warte. Warte, warte, warte. Nee, das war zu weit. Das war wieder scheiße. Alter. Das laufen? Jo. Jo, läuft. Alter Schwede, ey. Jetzt hängt die da schon wieder rum. Mein Gott, ey. Entschuldigen Sie, Herrscher, was ist denn da los? Ich möchte doch nur ein schönes Foto unserer Arbeit haben. Sie sind da am Rumbaggern, ey. Ich will doch nur ein Foto unserer Arbeit. Ja, 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 ja. Sie möchten ja nur. Hm? Natürlich möchten Sie nur. Pilotin, Mensch. Ja, natürlich. So weit, dass man sich schon duzt, ne? Bitte? Ja, ja. Weiß ich, hab das nicht gehört. Holzbalken und 4 Pflastersteine. Leute, ey. Also, okay, für den Kran gestellt. Ich gehe in den Kran, bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ganz locker, ich mach ja. Junge, Junge. Und runter. Ich glaube, ich hole mir mal hier so einen Gabelstapler. Wie kriege ich sowas nicht? Was wollen Sie denn damit? Dann könnte ich die da hinfahren. Ist mal was. Ach, warte doch, wir haben doch hier sowas. Wir haben doch den Dings da stehen. Nee, glaube ich nicht. Den habe ich weggetan. Ach, was soll denn das? Das ist eine Respektlosigkeit, hier einfach eigenmächtig was von meiner Baustelle zu entfernen. Was soll denn das? Das muss mit mir abgesprochen sein. Also wirklich. Nein, ich will ihn jetzt nicht mehr. Gucken Sie mal, da hängt eine Palette in der Treppen. Was? Bei mir nicht. Da sehen wir. Sie haben schon Hallos. Hast du gehört? Nee, wir haben keine Hallos. Sie haben schon Hallos. Sie sehen mich schon die ganze Zeit da rüberlaufen. Ja, ja, ist ja auch so. Nee, nee, nee. Doch, doch. Ja, ja. Moloch? Was?
Was haben Sie jetzt gesagt? Hä? Moloch? Was hat er jetzt gesagt? Ich verstehe es jetzt so leicht. Was für ein Moloch? Ist halt nicht mehr zu glauben, sowas. Ich hab gesagt, doch, doch. Moloch, doch so Moloch. Moloch. Ja, die hört. Irgendwann hört die von Loch und schon dreht die durch. Ja. Rock Lady? Bitte? Ich will mit Ihnen das Spiel machen. Was? Was? Ich glaube, Sie möchten ein Steak essen. Ich glaube, Sie müssen langsam mal ein Steak. Ich hab das jetzt auch nicht verstanden, was der gesagt hat. Ich möchte ein Let's Play mit ihm machen. Ich glaube, Sie möchten ein Steak essen. Ja, auch. Mach ich gleich. Schönes, saftiges, knirschendes Steak. Schön und fett gebraten, saftig und zischend. Ich bin Let's Play. Oh, Scheiße, ey. Und dazu ein paar schöne Zwiebeln ausgelassen, die dann über nee, das Steak... Nee, das mach ich nicht. Schmeckt mal nicht so geil. Oh. Ich bin überfurzerei. Ich bin froh, wenn das hier vorbei ist. Glauben Sie mal. Wieso dürfen Sie dann furzen, oder was? Ja, was denn sonst? Wie ist das denn bei Ihnen? Brauchen Sie das nicht? Nicht? Hören Sie auf. Vielleicht nach der serbischen Bohnensuppe, das kann sein. Ja, wenn Sie rückwärts auf Toilette gehen. Ja. Schon Hose runterziehen, schon im Flur. Was soll denn das jetzt? Das Waschbecken ist runter, wenn du kurz musst, kannst du direkt. Ja, natürlich. Warum sagen Sie sowas? Ich pack mal aus. Nee, lassen Sie mal. Nee, nicht. Nee, bitte nicht. So. Oh, jetzt packt der Herr Finch aus. Ja. Die Palette hängt ja immer noch drin. Oh, schön. Markierten Bereich räumen. Der Kran muss weg. Ich mache den Kran weg. Moment. Ich stelle mich mal rein da, oder was? Oder nee, der Bereich. Kran ist weg. Sag mir Bescheid, wenn ich aus dem markierten Bereich rausgehen soll. Ja, kannst du machen. Ja. Okay. Oh, yeah. Pflanzengrube ausheben. Hier mal eine Pflanzengrube ausheben. Oh. Ach, dann nehmen wir ein Baggerchen, Schüffelchen ja. Und das war's. Du willst halt jetzt extra den kleinen Bagger da holen. Ja, genau. Ich weiß, dass da irgendwo hin und will. Schauen Sie mal, die Terrasse ist schon schön, ne? Man wollte sich mit ihr nicht verabreden hier, wenn das fertig ist, noch Kaffee trinken und so. Hören Sie doch mal auf. Das ist eine gute Idee, oder? Tuchterrassen, gucken Sie mal, Tuchterrassen, wie so ein Markt. Ja, aber machen Sie doch mal. Das ist doch nicht so gut, da kommt der Regen durch. Und sag dir doch nachher, von wegen, ich will von dir nichts mehr zu tun, ich will mit dir Öl ablöschen, normal. Was? Vinci! Ja? Sollen wir dann auf den Bagger, auf den Kipper packen? Ja, komm her. Ja, ich komm, warte, ich komm, Junge. Ja. Junge! Hey. Warte. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie die Stelle treffen. Ach du Scheiße, einmal rein und er ist fertig, ey. Warte, ich komm. Ach, guck mal, der Baum steht schon. Ich werd bekloppt. Gut. Alles daneben. Ja, ja, super. Ich muss mich so hinstellen, dass er auch lang reinkommt. Warte. Okay, ich fahr rüber. Ja, so machen wir wenigstens so ein bisschen Geld, ja? Ja.
Steuerst du mit dem Stick? Kann das sein? Warte. Jo. Hast du so einen Stick zwischen deine Beine und dann steuerst du damit. Dein Flugkorn dran, ne? Alter, hörst du das? Hörst du das Gelaber von ihr? Ja. Hast du ein Flughorn zwischen deine Beine, ne? Hm. Boah. Bitte was? Was haben die denn gesagt? So, ich verkauf mal, ne? Markierten Bereich räumen. Bleiben Sie mal drin, Chevin. So, wir gucken mal. Wo wollten Sie denn jetzt hin? Ja, ich wollte bestimmt nicht dahin, wo Sie ihn wollen. So, kannst du das können raus? Da. Ja. Jetzt? Ja. Bleib hier! An den Ohrboden abtragen. Hey. Mit der Raupe. Ja, Leute, ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir bei 99% sind. So sieht's aus. Also macht's gut, Leute. Tschüss.